Madonna lädt in der Corona-Krise einige Videos auf ihrem Instagram-Kanal hoch, die sie als Quarantänetagebücher betitelt und die einige Follower verunsichern. Denn die Queen of Pop sitzt dabei zum Beispiel tippend vor einer Schreibmaschine und erzählt von ihren unwahrscheinlichen Alltagsproblemen oder schrecklichen Schmerzen. Zudem müsse sie zum Beispiel Essen rationieren. Eine Aussage, die viele verärgert. Ein Video, in dem die 61-Jährige in einer mit Milch gefüllten Badewanne sitzt und das Coronavirus den großen Gleichmacher nennt, wurde inzwischen wieder offline genommen. Weggefährten, niemand kann Madonna irgendwas sagen, gegenüber der Website Page 6 sagte ihr ehemaliger Choreograf Brett Jeffries, dass zurzeit niemand um sie herum ihr irgendwas sagen kann. Ein Umstand, von dem auch Schauspielerin Rosie O'Donnell, eine enge Freundin Madonnas, dem Radiomoderator Howard Stern erzählte. Jeffries fügte hinzu, es muss sie umbringen zu wissen, dass sie allmählich irrelevant wird. Produzent Ed Stein aber glaubt an den Weltstar. Madonna habe sich immer wieder neu erfunden. Sie brauche die Aufmerksamkeit. Sie ist verrückt, schlau und wird nicht verblassen.